So und herzlich willkommen hier zu dem Spiel FC Dynamo Essen gegen RB Gallenkirchen. Ja, dies ist ein Testspiel hier und wir können uns auf hoffentlich 90 Minuten spannenden Fußball freuen. Ja, RB Gallenkirchen hatte ja in letzter Zeit einen wichtigen Spieler verkauft. Genau an den jetzigen Gegner. Einer ihrer Schlüsselspieler, Adelstein, ist jetzt hier für 4,75 Millionen bei Dynamo Essen gelandet. Timo Brauer ist ebenfalls bei Dynamo Essen und Palmer und Lauter sind ausgeliehen. Palmer hat sogar eine Kaufoption für 900.000. Die Leihe geht 2 Jahre. Aber es gibt bei ihm sogar noch eine Rückkaufoption für den FC Neofisch. So. Aber RB Gallenkirchen hat sich auch neue Spieler geholt. Nämlich den hier, Nakamura. Der kommt nämlich aus der Jugend. Und wir können einfach mal gespannt sein, wie dieses Spiel hier so ausgehen wird. Timo Brauer, der ja von den Gamezocker Kickers gewechselt ist. Der ja um seine Entlassung gebeten hat. Hat halt nicht so viele Einsätze bekommen, wie er es sich vorgestellt hatte. Und beim FC Dynamo Essen wird er wahrscheinlich ein Stammspieler sein. Wahrscheinlich. So, kurz. Frane. Kurz auf Timo Brauer. Der jetzt hier auf Nikolas Lauter. Aber jetzt Celestin. Und Nakamura. Wolfgang. Ja, das ist hier die Frage. Wie wird jetzt die RB Gallenkirchen mit diesem Verlust umgehen? Da ja auch RB Gallenkirchen Tomek Tomasz am FC Neofisch verkauft hat. Also, ja. RB Gallenkirchen hat, glaube ich, im Moment in der Transferphase einfach 11 Millionen plus gemacht. Also, ne? Sie haben einiges bekommen. So, Marcelius. Ja, er gibt hier erstmal einen Freistoß. Ja, war unnötig. So, Fuchs jetzt hier am Ball. Siermais. Siermais. Und na, Celestin war im Abseits. Ja, und Nakamura auch. Die waren sogar, glaube ich, auf der gleichen Höhe. So, kurz auf Mabub. Ja, einige Zweitligisten sehen sich auf dem Transfermarkt um und machen auch was. Andere gucken einfach, wie sie mit ihrer Mannschaft so in der Liga das so durchstehen werden. Die Zweitligisten haben ja eh nichts zu verlieren. Ganz im Gegenteil, eher was zu gewinnen. Weil sie können ja nur aufsteigen, sie können ja nicht noch weiter absteigen. Die Erstligisten haben was zu verlieren. Die Latte! Nee, die Latte haben sie nicht zu verlieren.
Was war das für ein Knaller von Celestin? Und Ali am Ball. Ja, die Erstligisten haben halt ihren Platz in der ersten Liga zu verlieren. Und auf eine mögliche internationale Teilnahme. Also, da gibt es mehr zu verlieren als bei den Zweitligisten. Weswegen ich es da eher verstehen kann, dass sie jetzt erstmal für die erste Saison einfach mal gucken wollen. Ja, Mabub. Kurz, Timo Brauer und Frane. Ah! Ganz, ganz knapp. Aber kein Problem für Mannheim. Der neue Torwart, habe ich vergessen. Der ist auch aus der Jugend gekommen. Da ja Frank gegangen ist, war ja dann vereinslos und spielt jetzt bei den GameSoccer Kickers. Wird auch laut Gerüchten, gibt ja immer Leute, die so Prognosen abgeben. Laut diesen Gerüchten wird Frank in der Startaufstellung gegen Renitopia spielen am Freitag. Wir wissen aber nicht, wie es halt wirklich aussieht. Also es kann auch sein, dass es nicht sein sollte. So, Lauter. Frane. Ja, jetzt hier Matthäus. Wird da gelegt, aber ja, da wollte er auch ja so einen Freischuss. Den Freischuss haben. Aber eins kann man RB nicht vorwerfen, dass sie nichts für die Jugend tun. Wenn sie Spieler holen, dann immer aus der Jugend. 0:0 zur Halbzeit. Hier in diesem Freundschaftsspiel. So. Zweite Hälfte beginnt. Hoffen wir einfach mal, dass wir diesmal Tore sehen. Aber ein schönes Fußballspiel ist es dennoch. Frane. Ja, Weinstock. Palmer. Und jetzt Timo Brauer, der hier heute eine richtig gute Partie spielt. Ja, da wollten Nakamura ein bisschen zu viel. Mabub. Kurz. Hoche. Lauter. Nakamura. Matthäus auf Zittner. Donny auf Celestin. Nein. Ali. Brauer. Brauer. Ah, nee. So wird das nichts. So wird das nichts. Oh, jetzt ein schöner Ball auf Celestin. Nakamura! Haut ihn einfach mal drauf. Katsuchika Nakamura. Mit einer Riesenchance. Mit einem gewaltigen Schuss. So, jetzt hier Celestin. Wieder auf Katsuchika Nakamura, aber der bekommt da den Ball nicht. Matthäus. Ja, Fuchs. Aber Ali jetzt hier auf Kurz. Und Frane. Mannheim. Jetzt Timo Brauer.
Ali. Kurz. Nee. Palmer. Ja, und da ist das 1-0. Sehr gut herausgespielt vom Dynamo Essen. Und Kurz trifft hier zum 1-0. Der Zweitligist schlägt im Moment den Zweitplatzierten in der ersten Liga. Okay, sie spielen noch nicht mit ihrer A11, aber trotzdem sind da einige Spieler, die schon in der normalen Startelf immer spielen. Aber es war einfach ziemlich gut herausgespielt. Ja, und da achtet dann jemand auf ihn und dann kann da auch ein Mannheim nichts machen, wenn die Abwehr da so pennt. Da ist Mannheim einfach chancenlos. Und jetzt gibt es hier einen Wechsel. Salvador. Und Jan kommt für Celestin. Ja, Jan! Der wollte es hier erstmal richtig schnell. Ganz knapp. So, Wilson kommt jetzt hier rauf. Und Salvador, kurz. Salvador. Timo Brauer, ne. Und Jan. Tadesse. Mabub. Ja, Brauer. Jetzt gibt's hier den Pfiff. Und Siremais bekommt dann eine Ermahnung. Ja. Kann man auf jeden Fall geben. So, Artyoms ist jetzt hier auf dem Feld. Erdmann. Ja, Artyoms hatte ja damals seine Chance nutzen können. Hatte ja den Trainer beweisen können, dass er was drauf hat. Siemais, Nakamura, Palmer, Wilson und Nakano und Salvador. Mabub. Kurz. Nakano. Fuchs. Nakamura. Fuchs. Nee. Wilson. Na. Und jetzt bekommt er die gelbe Karte. Er wurde gerade ermahnt und ja, er wollte nicht hören. Geht trotzdem energisch in den Zweikampf. Und dafür bekommt man auch mal eine gelbe Karte. Kurz jetzt hier am Ball. Nee. Kurz jetzt hier am Ball. Und Wilson. Freistoß. Ja, Ermahnung hier für Erdmann. Ja.
2 Minuten Nachspielzeit hier. Brauchen wir hier, aber keine Gefahr für Mannheim. So, und jetzt Artyoms Roche. Und da pfeift der Schiedsrichter ab. FC Dynamo Essen gewinnen hier mit 1-0 in diesem Freundschaftsspiel. Und ja, ich würde dann einfach mal sagen von mir, wer ist das? Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Ciao Leute und haut rein.